Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich diese sehr einfache Schürze für eine Freundin genäht habe. Zuvor haben wir das Schnittmuster selbst hergestellt. Es ist ein Anfängerprojekt. Da man mit einer Schürze aber nicht weit kommt, werde ich nun eine zweite nähen, denn eine ist ja immer in der Wäsche. Ich habe zu Weihnachten dieser Freundin eine Buchhülle geschenkt. Ich blende euch schnell ein Bild ein. Da ihr dieses Rautenmuster so besonders gut gefallen hat, werde ich nun die zweite Schürze aus Patchwork zusammensetzen, ebenfalls mit einem Rautenmuster. Das bietet sich auch schon deshalb an, weil dieser Stoff hier Ornamente hat und das sind ja Rauten. Die werde ich nun also verwenden. Und in Ergänzung dazu werde ich unifarbene Stoffe verwenden, nämlich dieses Rosa, was da drin ist, ein bisschen Weiß und auch das Lila. Und weil ein Patchwork-Projekt natürlich viele Nähte hat unterwegs, lassen sich da auch sehr gut Nahttaschen versteckt einarbeiten. Und nun zeige ich euch, wie ich das mache. Es gibt kein Nähprojekt ohne Mathematik und es gibt kein Patchwork-Projekt ohne Geometrie. Ich habe als erstes meinen Stoff genommen und um mein Motiv herum, ihr seht hier die Bleistiftlinien, eine Linie gezeichnet. Also ich habe die Raute festgelegt, wie ich sie nähen bzw. ausschneiden möchte. Die innere Linie ist das, was nach dem Nähen übrig bleibt und die äußere Linie ist das, was ich jetzt zuschneide. Dann habe ich meine Raute ausgemessen mit dem Maßband, also die Höhe und die Breite und mit dem Winkelmesser die Winkel hier. Das ist die Skizze. Ich habe also hier unten 76 Grad und hier habe ich 104 Grad. Dann habe ich mir eine Skizze gemacht. Dann habe ich mir maßstabgetreu mit einem Maßstab von 1 zu 10 ein Rautengitter aufgezeichnet mit hier unten 76 Grad und hier 104 Grad. Es ist nicht so ganz perfekt, ihr seht, es ist da ein bisschen schief. Dann habe ich die Maße meiner Schürze abgemessen und habe das hier eingezeichnet. Und jetzt kann ich nämlich hier abzählen, wie viele Rauten ich zuschneiden muss. Ich habe beim Einzeichnen der Schürze mich ein bisschen an die Rauten angepasst. Also ihr seht, hier habe ich die Schürze so gezeichnet, dass hier die Raute ganz drauf ist und auch in der Höhe, damit ich hier ganze Rauten habe. Deshalb hat die Schürze nachher ein kleines bisschen ein anderes Maß. Sie ist also hier jetzt ein bisschen breiter geworden, das schadet aber nicht. Wahrscheinlich, vielleicht mache ich hier oben dann noch ein bisschen, das Seitenverhältnis ist jetzt ein bisschen anders. Und diese Kurve habe ich jetzt auch nur nach Augenmaß gezeichnet. Jetzt zähle ich also ab, wie viele Rauten ich hier zuschneiden muss. Am Rand brauche ich selbstverständlich halbe Rauten und hier unten am Rand und hier oben auch. Wie schneide ich die Rauten zu? Ich habe auf einer Pappe meine Raute aufgezeichnet, wieder genau mit dem Winkelmesser 76 Grad und 104 Grad. Das habe ich mir ausgeschnitten. Dann habe ich innen, also vom Rand, 7 mm abgemessen, das ist meine Nahtzugabe, und habe das Innere herausgeschnitten. Damit es mir leichter ist beim Auflegen und beim Zuschneiden, habe ich hier Fäden gespannt, das ist ein Strickgarn. Ich habe jetzt bewusst absichtlich ein dunkelblaues genommen, das ich auf meinem hellen Stoff gut sehen kann. Nun kann ich das, wenn ich das auflege, immer kontrollieren, ob mein Kreuz auch wirklich hier in der Mitte in dem Blümchen ist. Einfach nur, damit das ordentlich wird. Dieser Druck hier ist allerdings ein bisschen schief. Das passt nicht so ganz. Aber ungefähr sollte es schon stimmen. Das ist das. Und nun geht es ans Zuschneiden. Ich werde also Rauten zuschneiden aus diesem Stoff. Ich werde zunächst die Reste verwenden und nicht aus dem ganzen Stück. Dann habe ich hier verschiedene Rosatöne. Dann habe ich hier noch ein bisschen Pink. Ob ich das mitnehme, weiß ich noch nicht. Das ist ein Dunkelrosa, das ist eine Kinderhose. Das gibt vielleicht zwei oder drei Rauten, mehr nicht. Und dann habe ich hier noch so ein bisschen Rot, das exakt diesem Rot entspricht. Das sind die Reste von den früheren Projekten. Vielleicht kann ich davon
die Stücke hier für die Ecken nehmen, für die halben Rauten. Das hier ist die Buchhülle. Erster Versuch, wer das Video gesehen hat, das Misslungene. Also solche Reste von alten Projekten werden nie weggeworfen. Man weiß nie, wofür man es noch gebrauchen kann. Auf den Bildern seht ihr, wie ich meine Rauten an der Wand arrangiere. Ich habe eine Fließdecke aufgehängt und befestige die Stoffstücke mit Stecknadeln. Ich beginne mit der mittleren Reihe und arrangiere dann meine Rauten so, dass die Farben gleichmäßig verteilt sind. Am Ende füge ich die halben Rauten rechts und links sowie oben und unten zu. Und ganz zum Schluss schneide ich dann noch ganz gezielt, was mir noch fehlt. Links im Bild seht ihr noch die rosa Streifen, das sind die Taschenbeutel. So, hier seht ihr nun alles fertig zugeschnitten. Eine Besonderheit noch möchte ich zu den Taschen sagen. Also ihr seht hier, wo ich diese kleinen rosa Streifen angesteckt habe, da werden die Tascheneingriffe hinkommen. Und hier habe ich ein gerades Stück zugeschnitten, einen Streifen. Der wird dann an diesen Streifen hier, würde normalerweise diese Raute angenäht. Das mache ich nicht, sondern ich nähe an dieses Rosane. Dieses so an, das hat den gleichen Winkel. Und dieses wird dann an dieses Dunkellilane hier angenäht. Und beim Schließen der nächsten Naht, also das ist jetzt doppelt, dann liegt das so dazwischen. Und das ist dann ein Taschenbeutel. Und für die andere Seite habe ich es gegengleich zugeschnitten. Nun werde ich beginnen mit dem Zusammennähen. Und zwar, wie gesagt, reihenweise. Also diese alle werden zunächst zu einer Reihe zusammengenäht, diese alle zu einer Reihe und so weiter und so fort. Und danach, hier auch, und danach werden die Reihen zusammengesetzt. Wenn ich dieses und dieses zusammengenäht habe, dann wird das wieder so hochgeklappt, dass das dazwischen ist. Und dann wird das ganz normal wieder als Reihe verarbeitet. Und dann schließt sich diese Naht hier und diese Naht hier unten, schließt sich automatisch, wenn ich die nächste Reihe mit annähe. Ich werde euch dann nachher, wenn ich soweit bin, das nochmal zeigen. Beim Zusammennähen der Rauten ist es wichtig, die Stoffkanten ein bisschen in der Höhe zu verschieben. Und zwar so weit, dass der Treffpunkt, Pfeil, der von oben kommt, genau so weit von der rechten Kante entfernt ist, wie die Nahtzugabe breit ist. Ich mache das nach Augenmaß. Wenn ihr das nicht beachtet, bekommt ihr nicht einen geraden Streifen, sondern eine Treppe. Ich habe meine Reihen zusammengenäht. Ich habe sie mal schön auseinandergezogen, dass ihr es erkennen könnt. Also das hier sind die Reihen, wie angekündigt. Und dieses habe ich in die andere Richtung genäht, reihenweise. Und zwar wegen des Tascheneingriffs. Also hier ist der Tascheneingriff. Das sind die beiden normalen Rauten. Das hier ist mein Taschenstreifen. Und das hier ist die nächste Raute. Das hier werde ich nun knappkantig absteppen. Dann wird das hier wieder drangelegt. Und dann werden diese Streifen hier zu einer Fläche zusammengesetzt, diese Streifen zu einer Fläche und dann noch diese beiden Streifen zusammen, diese beiden Flächen zusammen. Und dann geht es ans Zuschneiden. Das ist der Streifen von der rechten Schurzseite. Zwei Rauten, der Taschenstreifen und weitere Rauten. Nun werde ich als erstes diese Naht knappkantig hier nochmal absteppen. Ich habe das abgesteppt. Nun lege ich diese Naht genau so hin, als wäre es ein normales, eine normale Raute und stecke mir das hier fest. Und hinten liegt der Taschenbeutel hier auf meinem Streifen. Meine Nähte habe ich übrigens alle auseinandergebügelt. Das mache ich immer so.
Mein Taschenbeutel ist etwas größer, der ragt jetzt hier in die Mitte der roten Raute hinein. Das macht aber gar nichts. Und nun hole ich mir den nächsten Streifen von der Wand, der hier unten angenäht wird und der hier oben angenäht wird und verarbeite das wie ein ganz normaler Streifen. Das ist mein nächster Streifen, der wird jetzt hier so angesetzt. Und wichtig ist jetzt, die Ansatzpunkte genau aufeinander zu bringen. Es ist nicht wichtig, dass diese Nähte hier außen an der Kante aufeinander kommen, sondern die Nähte müssen in der Tiefe der Nahtzugabe, in meinem Fall ein Dreiviertel Zentimeter, aufeinander kommen. Deshalb gehe ich hier in 7 mm Tiefe etwa mit einer Stecknadel da hinein und stecke mir das aufeinander. Und das mache ich jetzt für all diese Punkte hier und dann steppe ich das wieder zusammen. Hier seht ihr nun drei Streifen zusammengesetzt. Das ist der untere Rand der Schürze. Und hier ist die Tasche. Das hat sich jetzt mit dem Schließen dieser Naht hier automatisch geschlossen. Und so sieht es von rechts aus. Hier kann ich jetzt also etwas hineinstecken. Und die Tasche geht bis hier unten. Es ist eine sehr kleine Tasche, ist auch mehr als Gag gedacht, als dass man da wirklich etwas hineintut. Wenn man sie größer haben möchte, hätte man sie ja über zwei Rauten breit machen können, dann wäre sie aber ja fast 17 cm breit geworden. Also ein Schlüssel passt rein. Nun setze ich die restlichen Streifen hier rechts und links an und dann geht's zum nächsten Schritt. Ich habe jetzt alles zusammengesetzt. Das ist die linke Seite. Hier seht ihr diese beiden Taschenstücke. Das ist die rechte Seite. Hier sind die Tascheneingriffe. Also wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Noch etwas zu den Ecken. Also es gibt Ecken, die passen nicht so gut. Also hier ist es etwa um 1 mm verschoben. Hier auch. Das hier ist eine perfekte Ecke. Ich habe das nach Augenmaß gesteckt. Sowohl beim Zusammensetzen der Reihen und anschließend auch beim Zusammensetzen der gesamten Reihen dann zu einem Stück. Also es passt, im Großen und Ganzen passt es, aber nicht, hier auch nicht so ganz. So, nun wird der Schurz zugeschnitten, denn ihr seht, es hat überall Fransenkanten. Dazu lege ich es auf die Mitte. Das hier ist meine mittlere Reihe. Und ich stecke jetzt an zwei, drei Ecken genau die Ecke auf die Ecke. Dass das schön senkrecht aufeinander liegt. Und dann hier diese zum Beispiel. Auf diese. Und legt das vordere hier schön in die Mitte. Ich habe meinen Schurz jetzt unten schön begradigt und hier oben begradigt. Nun fehlt mir nur noch diese Kurve hier. Und die übertrage ich jetzt einfach von meinem Schnittmuster. Und dieses lege ich nun auf mein ebenfalls im Bruch liegendes Futter und schneide es nochmal genau zu.
Ich verwende heute ein dunkelrotes Nahtband als Bindeband. Ich habe die Enden zweimal umgeschlagen, also wie einen kleinen Saum genäht. Und nun, wie lang die Bändel sein müssen, das haben wir im letzten Video ausgerechnet. Nun lege ich die oben an die Kante, rechts auf rechts. Ich gehe jetzt mal 3 cm von der Kante weg und stecke mir das so senkrecht an. Und zwar außerhalb des Bereiches, in dem ich nachher nähe. Und dass ich es nicht aus Versehen irgendwo in der Seitennaht mit feststeppe, stecke ich es mir hier fest, damit es da bleibt. Und auf der anderen Seite mache ich das dann genauso. Ich gehe also auch wieder hier 3 cm vom Rand. Die Bindebänder von der Taille lege ich ebenfalls rechts auf rechts hier drauf. Und hier ist das jetzt ganz wichtig, wo man es hinlegt. Und zwar kommt es so weit von der oberen Kante weg, wie meine Nahtzugabe breit ist. In meinem Fall ein 3/4 cm. Und da lege ich das an. Es soll ganz oben nachher am Schurz aus der Naht herauskommen. Es darf aber auf keinen Fall beim Nähen dieser Naht nachher hier mitgefasst werden. Und damit das nicht passiert, werde ich jetzt beim Verstürzen zunächst nur diese Naht bis unten nähen und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Und wenn ich diese Naht genäht habe, dann ist es ja hier festgenäht. Dann ziehe ich das so ein bisschen nach innen und dann kann ich ohne Gefahr diese Naht hier nähen. Wenn ich das jetzt festgesteckt habe, auf der anderen Seite auch noch, dann kommt mein Futter rechts auf rechts hier drauf, wird ringsherum festgesteckt und dann wird das, wie gesagt, erst die untere Naht genäht, wenn das nach unten gezogen ist. Dann wird der Rest oben herum und hier genäht. Ganz wichtig, irgendwo eine Wendeöffnung lassen, entweder hier in der Seitennaht oder hier unten, das ist egal. In meinem Fall, also ich würde empfehlen 15 cm etwa. Ich habe meine Naht jetzt von hier unten herum bis hier genäht. Meine Wendeöffnung habe ich hier unten in den Boden gelegt. Und damit ich genau die Spitzen treffe, meine Rauten beim Nähen, habe ich mir mit Bleistift und Lineal eine Linie gezeichnet. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Hier im Bereich der Wendeöffnung sieht man sie noch. Also, dass ich genau an den Spitzen hier nähe, damit die nachher schön rauskommen. Jetzt kann ich hier schon mal die Ecken ein bisschen wegnehmen. Ganz vorsichtig, ohne die Naht zu beschädigen. Das ist Salome. Und nun ziehe ich hier mein Band so ein bisschen von der Naht weg. Damit ich das jetzt hier nicht aus Versehen mit feststeppe. Auf der anderen Seite mache ich es genauso. Steckt mir das einfach ein bisschen weg. Jetzt kommt das Futter wieder drauf und dann steppe ich noch den Rest hier oben zu. Ich habe das letzte Stück noch genäht. Nun nehme ich auch hier wieder die Ecken weg. Dann streiche ich die Naht ringsherum mit den Fingern aus. Dann legt es sich nachher leichter um. Das mache ich ringsum.
Und ganz besonders hier unten im Bereich der Wendeöffnung presse ich mir die Nahtzugabe auf beiden Seiten mit den Fingern um. Danach wird die Schürze gewendet. Die Innenrundungen schneide ich heute nicht ein, weil alle meine Stoffstücke hier sowieso im schrägen Fadenlauf geschnitten sind. Die dehnen sich genug. Und nun drehe ich das um. Salome hat ausgeschlafen. So, die Ecken drücke ich von innen mit den Fingern heraus. Das reicht meistens schon. Und dann lege ich das schön auf die Naht, stecke mir das ringsherum fest und steppe einmal außen herum. Ich habe meine Kante außen herum abgekurbelt und zwar knappkantig. Ich habe es füßchenbreit laufen lassen und die Nadel ganz nach rechts gelegt, sodass der Stoff schön gleichmäßig unter dem Füßchen läuft, denn da, wo die Nähte sind, wo hier mehrere zusammenkommen, da ist das schon ziemlich dick. Damit das sauber läuft, habe ich es schön drunter gelegt und dann die Nadel nach rechts, dass ich die Naht ziemlich weit möglichst außen habe. So sieht es aus. Ich möchte noch was zum Schnittmuster sagen. Das ist also mein Schnittmuster. Ich habe mich jetzt aber nicht so streng an mein Papiermaß gehalten, sondern ich habe darauf geachtet, dass ich an den Kanten die Rauten, also entweder ganz habe oder halb. Auch am unteren Rand sind sie ganz oder halb. Und am oberen Rand sind sie auch ganz oder halb. Nur hier seitlich an dieser Naht sind die Rauten angeschnitten. Es hat zufällig in der Breite gepasst mit meinem Schnittmuster und hier in der Höhe auch ziemlich genau, aber unten nicht. Ihr seht, also mein Schurz ist jetzt 2 cm kürzer, als er sonst hätte werden sollen. Also da muss man dann nicht so stur sein, sondern ein bisschen nach dem Muster gehen. Meine Schürze ist fertig. Wer nun von euch Anfänger ist, vielleicht etwas Ähnliches gerne nachmachen möchte, wem aber die Rauten zu schwierig sind, der kann einfach Quadrate machen. Also einfach Quadrate schneiden, egal wie groß die sind, Hauptsache sie sind alle gleich groß, dann die Quadrate zu Reihen zusammensetzen und danach die Reihen zum Schurz zusammensetzen, diesen Bogen hier noch ausschneiden und das Ganze verstürzen. Es ist eigentlich recht einfach. Patchwork ist nicht schwer, man muss nur sehr genau arbeiten. Immer schön korrekt schneiden und korrekt nähen, denn sonst passt es am Ende nicht. Hier seht ihr jetzt nochmal die Schürze im angezogenen Zustand. Also wie gesagt, 2 witzige kleine Taschen, da passen ein paar Kochlöffel hinein. Oder auch der Schlüssel der Speisekammer. Ja, wem das Video nun gefallen hat, der darf mir gerne einen Daumen hoch geben. Wer mehr Videos dieser Art sehen möchte, lässt ein Abo da. Ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Video. Eure Angelika. Gott segne euch!